Beginnen wir mit einer Zahl, 46.000. So viele sind die Ausländer, die in Südtirol ansässig sind. Das Thema Integration kann also nicht mehr umgangen werden. Es stellt aber nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance dar. Die Maßnahmen, welche in Südtirol zu diesem wichtigen Thema unternommen werden, beruhen auf dem Landesgesetz aus dem Jahr 2011. Es ist wichtig, weil wir im Integrationsbereich aktiver werden müssen. Wir wollen eine Integrationsvereinbarung schreiben zwischen einheimischer Bevölkerung und neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, definieren, was heißt Integration für uns, was setzt Integration voraus an Rechten und Pflichten, die notwendig sind, an Regeln, die ein Zusammenleben braucht. Zum Zweiten in den Gemeinden stark zu arbeiten, die brauchen mehr Unterstützung vor Ort und dann auch zu unterstützen unsere Koordinierungsstelle, die Beratung, Sensibilisierungs- und Netzwerkarbeit leistet. Die vier Aufgabenbereiche der Koordinierungsstelle des Landes sind Informations-, Beratungsnetzwerk und Forschungsarbeit. Ziel ist es, durch einen aktiven und inklusiven Prozess, der von Bürgerinnen und Bürgern gestaltet und getragen wird, innerhalb dieses Jahres zu einer Integrationsvereinbarung zu gelangen. Also wir haben heute drei Bereiche vorgestellt, mit denen sich im Moment die Koordinierungsstelle für Integration beschäftigt. Und zwar in erster Linie die Arbeit der Koordinierungsstelle, die aus Sensibilisierungsarbeit, Beratung, Netzwerkarbeit und Forschung besteht. Dann einen weiteren Schritt, und zwar haben wir uns mit dem Mehrjahresplan beschäftigt, der auch vom Landesgesetz 12/2011 vorgesehen ist. Und als Basis für diesen Mehrjahresplan erarbeiten wir nun eben unter Einbindung aller Mitbürgerinnen und Mitbürger, aller neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger und der Politik eine Integrationsvereinbarung, die als Basis gilt, als Auftakt dann auch wieder für die Arbeit in den Gemeinden vor Ort, für die lokale Arbeit. Und hier startet dann gleichzeitig eine Analyse der EURAG, die eben die Situation in den Gemeinden analysiert. Und davon ausgehend werden dann gemeinsam mit allen Sozialpartnern, gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern vor Ort konkrete Maßnahmen und Ziele erarbeitet, die dann natürlich auch konkret umgesetzt werden sollen. Denn Integration muss schlussendlich beim Bürger ankommen. Wenn man von Integration spricht, so denkt man jetzt natürlich sofort an die zahlreichen Flüchtlinge, die in diesen Monaten auch nach Südtirol gekommen sind. Um dieses Phänomen zu verstehen, muss man sich mit den einzelnen Geschichten der Menschen und ihrer Lage befassen. Es ist wichtig, in erster Linie zu differenzieren und sich auch die persönlichen Geschichten hinter den Menschen anzuhören. Über die Flüchtlinge oder die Ausländer lässt es sich relativ leicht reden. Wenn dann die Geschichten im Hintergrund bekannt werden, dann schaut die Situation schon ganz anders aus. Und deshalb kann ich nur appellieren, zu differenzieren, mit den Menschen in Kontakt zu treten, denn Begegnung schafft auch Verständnis. Alle Informationen zum Thema Integration kann man im Internet unter der Adresse www.provinz.bz.de/integration finden. Dort kann man sich auch aktiv an einer Umfrage beteiligen.